Der Frühling ist da und Ostern steht vor der Tür. Hochsaison auch für die Fleischer, Bäcker und Konditoren. Denn sie haben jetzt alle Hände voll zu tun, um uns den perfekten Osterbraten und süße Naschereien zu liefern. Wir haben uns für sie umgeschaut und dabei allerhand Leckereien entdeckt. Darunter diesen Osterboten. Ein Schokoladenhase, entstanden in einer Konditorei. Man nehme das richtige Werkzeug, die richtigen Zutaten, die Hasenform und habe einen Handwerksmeister, der weiß, wie aus diesen Zutaten ein Osterhase wird. Jean-Paul Warnecke vom Koblenzer Café Baumann ist einer von wenigen Konditorenmeistern, die heute noch in reiner Handarbeit Schokoladenhasen herstellen. Wie das genau geht? So, hier schminken wir jetzt Punkte rein. Wir haben hier eben die weiße Schokolade dort reingeschminkt. Hier, das ist weiße Schokolade mit einer roten speziellen Lebensmittelfarbe, die sich speziell in Fett löst. Ansonsten könnten wir diese Farbe nicht auflösen in der Schokolade. Und diese Punkte werden in die Form reingeschminkt. Wenn wir die Form nachher mit Schokolade füllen, dann werden diese Punkte auf der Vollmilchschokolade nachher zu sehen sein. Weit über 1000 Osterhasen entstehen so jährlich unter den geübten Handgriffen des Koblenzer Handwerksmeisters in der Vorosterzeit. So, jetzt haben wir die letzte Klammer dran. Jetzt nehmen wir unseren Hasen und hier haben wir temperierte Schokolade. Jetzt füllen wir diesen Hasen mit dieser temperierten Schokolade auf. Die Vollmilchschokolade. Und gucken, dass die Schokolade an der Wandung des Hasen herablaufen kann. So. Die Schokolade ist speziell erhitzt worden auf 42 Grad und wird dann auf 22 Grad runtergekühlt, um wieder dann auf 28 Grad hoch zu heizen. Und dann haben wir die Kristalle in der Schokolade alle in einer richtigen Reihenfolge, sodass unsere Form nachher auch rausgeht. So, jetzt stellen wir den Hasen hier drauf, lassen ihn auslaufen. Weil er soll ja hohl werden. Diesen Arbeitsschritt wiederholen wir zweimal. Klopfen ein bisschen, sodass der Hasen nicht zu dick wird, zu schwer. Weil das Besondere ist ja daran, dass die Schokolade ja nicht zu dick ist, und dann hat sie einen besonderen Schmelz, wenn sie auch dementsprechend dünn ist. So, nehmen wir das hier und streichen den Hasen ab. So, und legen den dann kühl in den Kühlschrank. Da bleibt er jetzt gut für 10 Minuten drin. So, jetzt sind wir den Hasen gekühlt. Jetzt werden wir die Klammern entfernen. Der Hase gibt es in verschiedenen Größen, so wie wir ihn jetzt haben hier, und verschiedenen Formen. So, jetzt wird die Form leicht verwinscht. Das heißt, wir drücken leicht hin und her. Wir werden diesen Hasen jetzt vorsichtig aus der Form herausnehmen. So, die Oberschale haben wir jetzt hier. Wir sehen, die Kuvertüre glänzt wunderbar. Das hat alles wunderbar geklappt. So, wir machen im Jahr, stellen wir etwa 1200 von diesen Hasen her. In Handarbeit. Jeder Hase wird mit Hand geschminkt, wird mit Hand ausgegossen. Und unter anderem dann nachher nochmal mit Schleife versehen. Das bekommt dann noch eine Schleife, kommt nochmal eine Tüte, kommt nochmal eine Schleife drauf. Also hier sind wirklich viele Leute am Arbeiten dran und viele Hände, bis so ein Produkt fertig ist. Soweit das leckere Geheimnis der Schoko-Osterhasen. Doch auch die Bäcker schicken ihre Teighasen in die Osterzeit, wie auch viele andere kulinarische Leckereien. So hat die Bäckerinnung Rhein-Lahn um ihren Obermeister Heinz Kugel ein spezielles Osterbrot kreiert. Das wird zuerst gewirkt. Dann gerollt, mit Ei für eine goldbraune Farbe bestrichen, eingeschnitten und dann bei 200 Grad im Ofen gebacken. Circa 20 Minuten später, das leckere Gebäck ist fertig. Was die Bäckerinnung sonst zu Ostern 2009 bietet, erklärt der Obermeister. Ja, die Bäckerinnung Rhein-Lahn hat sich dieses Jahr was ganz Besonderes einfallen lassen. Und zwar gefüllte Hefeteigeier und ein Bommelbrot. Gefüllte Hefeteigeier ist ein Hefeteig mit unterschiedlichen Füllungen, zum Beispiel mit Nougat, mit Himbeeren oder aber auch mit einer leckeren Erdbeer-Joghurt-Creme. Und ganz neu in diesem Jahr ist unser Bommelbrot. Bommelbrot
ist von uns kreiert worden, ist ein feiner Hefequarkteig mit Aprikosen, mit der Verwendung von frischem Orangensaft und das Ganze noch mit knusprigen Streuseln besetzt. Das kommt bei unseren Kunden sehr gut an, weil sowas gab es in der Vergangenheit noch gar nicht und ist wieder eine ganz neue Kreation der Bäckerinnung Rhein-Lahn. Diese Kreativität der Bäcker kommt an. Fehlt der Tipp für den Osterbraten. Den gibt Obermeister Bernd Groß von der Fleischerinnung Ahrweiler. Die Empfehlung in der Kempenicher Familienfleischerei? Fertige Gerichte, die vom Kunden nur noch in den Backofen geschoben werden müssen. Wir stellen jedes Jahr vor Ostern einen Osterzettel mit verschiedenen Spezialitäten fix und fertig für den Kunden, entweder in der Aluschale oder im Bratschlauch oder nur für in die Röhre zu schieben, mit verschiedenen Sachen, wie zum Beispiel gefüllte Rostbeefscheiben mit Frischkäse und Pfifferlingen oder ein Schweinefilet, gefülltes Schweinefilet, fix und fertig mit Vorgaben, wie es gebraten wird, die Zeit, die Garzeit, die Temperatur. Und dann machen wir noch Vorschläge für Beilagen, was für Beilagen dazukommen, also dass der Kunde praktisch keine Arbeit hat. Wir machen das schon über Jahre und wenn wir mal eine Woche zu spät sind mit dem Zettel, dann kommen die Kunden schon fragen, und wo bleibt euer Zettel? Ein Angebot der Fleischer, das gut ankommt und auf das sich die Kunden verlassen. Auch zum Osterfest 2009. Na, läuft Ihnen da auch das Wasser im Mund zusammen? An alle, die jetzt Lust auf mehr bekommen haben, richtet sich mein aktueller Tipp. Am 23. Juli bietet sich bei der HWK Koblenz die Chance, an einer dreitägigen Weiterbildung zur Verarbeitung von Zucker teilzunehmen. Gezeigt werden verschiedene Zuckertechniken sowie das Blasen von Blumen und Obst aus Zucker. Informationen zu diesen und weiteren Kursen gibt es unter hwk-koblenz.de oder direkt bei der Handwerkskammer Koblenz. Übrigens suchen aktuell fast 30 Unternehmen im Kammerbezirk Lehrlinge in den Nahrungsmittelhandwerken. Für Jugendliche eine tolle Berufschance. Infos hierzu ebenfalls unter hwk-koblenz.de. Menüpunkt Lehrstellenbörse.